Schönen guten Morgen, herzlich willkommen hier bei Sky Sport News HD. Wir hoffen, Sie sind gut in diesen Tag gestartet, genauso wie die deutsche Nationalmannschaft. Da legen wir heute unseren Fokus drauf. Aber auch 11 Uhr ist die Pressekonferenz. Markus Weinze wird vorgestellt in Stuttgart. Und da sind wir natürlich auch für Sie dabei. Aber wie gesagt, erstmal geht es um Joachim Löw und seine Mannen. Genau, Marc Bärenbeck, unser Nationalmannschaftsreporter, steht bereit. Da haben wir dann auch die Pressekonferenz noch um 13:45, 10:30. Das Training, das sind übrigens Bilder von gestern. Das war ja ein öffentliches Training, ne, vor dem Spiel gegen die Niederlande am Samstag. Also der DFB hat reagiert auf die Kritik der mangelnden Fannähe. Ja, also sie wollen sich wieder in die Herzen der Fans spielen. Jonas Hector fehlte angeschlagen, ließ die Trainingseinheit sausen. Und ja, im Tor gibt es auch Probleme, denn Kevin Trapp, der fällt aus wegen Oberschenkelproblemen. Bernd Leno haben wir gesehen, der ist als Nummer 3 nachnominiert. Und als Ersatz von Leon Goretzka kommt jetzt sein Teamkollege von den Bayern, Serge Gnabry, zur Nationalelf. So, und Noah hat es gerade schon gesagt, die Fannähe soll wieder hergestellt werden. Das haben sie ganz gut geschafft. Also 5000 junge Fans kamen da und haben ihren Helden zugejubelt. Wir wollen ja hier kein Showtraining machen, das ist wirklich auch ein ernsthaftes Training. Wir haben ja nicht so viel Zeit, aber es ist schön, mal die Tore wieder aufzumachen, die Begegnung mit den Fans zu haben. Und ich glaube, das Wichtigste ist für die Kinder am Ende, dass sie ihre Spieler von der Nähe sehen, dass sie Autogramme bekommen, Selfies bekommen. Wir wollen das natürlich in regelmäßigen Abständen machen. Kommt auch immer wieder auf die Terminplanung an, aber das ist ja angekündigt und haben wir ja auch als Manko gesehen in der Vergangenheit. Es wurde ja häufig diskutiert, Entfremdung möchte ich so nicht behaupten. Also wir haben zum Beispiel vor der WM in 2018 mehr Trikots verkaufen können als 2014. Also die Begeisterung für die Mannschaft war da. Und wir haben ja auch immer wieder Aktionen gemacht, aber eben nicht in dem Maße. Und das war natürlich auch eine Erkenntnis, dass wir einfach die Begegnung mit Fans schaffen müssen. Auch wenn es hier leider nur 5000 sind, berechnet auf 80 Millionen ist das natürlich nicht so viel. Aber das sind immer wichtige Zeichen und das haben wir jetzt auch in den ersten Dingen wieder umgesetzt. Mehr Autogramme auch wieder am Bus schreiben, für die Fans da sein. Und das schafft natürlich dann auch wieder mehr Nähe. Ja, eins der Themen, das wir dann gerne besprechen mit unserem Mann vor Ort, mit Marc Bärenbeck. Wir sehen es, also Hunde und Motorradfahrer dürfen hinter ihm nicht rein, aber er ist ja zu Fuß, ne? Ja, ja, mal gucken, ob er nachher rein darf. Wir auch noch nicht. Ja, wir auch noch nicht. Ah, okay, ja. Gut, aber ist zumindest kein Konterfei von dir am Tor, ne? Wanted, kein Marc Bärenbeck. Nee, das haben wir Gott sei Dank nicht. Marc! Muss ich nur mal genau hinschauen. Ja. Nee, du hast. Gibt's bei manchen Trainingsgelände, aber ja, rein mittlerweile. Bei der Nationalelf benimmt er sich gut. Noch, unser Marc Bärenbeck. Ja, was ist mit Marc Uth? Also wir haben ja gerade ein bisschen diskutiert tatsächlich im Beitrag, ob formtief oder nicht. Also wir haben es gehört, er trifft nicht. Ja, das können wir festhalten. Ist er denn dann die Lösung des deutschen Sturmproblems? Ja, ich glaube, er ist, wir wissen, die personalisierte Problematik im deutschen Sturm. Also Marc Uth ist der Backup von Nils Petersen. Nochmal, Marc Uth ist der Backup von Nils Petersen. Und ich glaube, das sagt schon alles, ohne despektierlich sein zu wollen. Aber Nils Petersen ist verletzt, deswegen nicht mit dabei. Deswegen bekommt Marc Uth jetzt die Chance, ist im Kader. Und alleine diese zwei Personalien zeigt schon, dass die Lösungen da vorne drin ja sehr schwierig sind für Joachim Löw. Man hat so viel versucht, aber auch ein Mario Gomez zuletzt war nicht die Lösung. Sandro Wagner ist zurückgetreten, war aber jetzt natürlich auch nicht der Heilsbringer, auch ein anderer Stürmertyp. Aber wir merken, dieses Neuner-Problem, das bleibt bestehen. Marc Uth hat sich sehr selbstbewusst gegeben, hat gestern auch im Training einen ganz ordentlichen Eindruck gemacht. Also da war nichts von Anpassungsproblemen. Aber trotzdem, ob er wirklich die Lösung ist, sei mal so dahingestellt. Ich finde es nicht ganz wert zu sagen, er hat in dieser Saison noch nicht getroffen. Er ist in einem Formtief. Ja, das stimmt alles, das sind Fakten. Aber Vereinswechsel, neues System, das Tedesco-System momentan passt nicht so ganz auf ihn. Er hat aber im letzten Jahr richtig gut gespielt. Die meisten Torbeteiligungen eines deutschen Stürmers überhaupt. Und das zeigt schon, er hat Potenzial. Aber, wie gesagt, Backup von Nils Petersen. So, und dann müssen wir auch gleich zum nächsten Negativthema kommen, nämlich dem FC Bayern. Viele Spieler sind gestern auch angereist, natürlich mit fehlendem Selbstbewusstsein. Wie haben sich denn jetzt die Bayern-Spieler präsentiert so innerhalb der deutschen Nationalmannschaft?
Es hat gestern im Laufe des Tages fast schon so einen Mini-Wandel dann gegeben. Also als sie ausgestiegen sind mittags vor dem Hotel hier am Tiergarten in Berlin, da waren die Bayern-Spieler schon noch alle, ja, so ein bisschen in sich gekehrt, haben keine Interviews gegeben, haben nicht groß gesprochen. Auch jetzt nicht die große gute Laune oder lachende Gesichter, ist nachvollziehbar, ähnlich wie beim Wiesenbesuch am Sonntag. Aber dann gerade hier beim Training, da hat man schon gemerkt, dass einige aufgetaut sind. Natürlich Thomas Müller, wie immer, über den brauchen wir nicht sprechen, der war einer, der dann am meisten gelacht hat und Spaß gemacht hat. Aber auch Niklas Süle zum Beispiel war da sehr gut drauf und hat das genossen vor diesen 5000 Zuschauern und vor allem Kids, die alles bejubelt haben, jede Aktion und die Stars natürlich angehimmelt haben. Also das war eine besondere Atmosphäre und da sind einige der Bayern-Stars aufgetaut und haben auch ordentliche Trainingsleistungen gezeigt, was man sehen konnte. Also gerade dann beim 5 gegen 5, 6 gegen 6 auf 2 Tore, wo es ja ein bisschen mehr in die Spielform reingeht, da hat man gemerkt, Joshua Kimmich war ordentlich dabei, Mats Hummels auch, Manuel Neuer gut gehalten, also auch wenn es nur ein ganz kleiner Trainingseindruck ist und wie gesagt nur eine ganz kurze Spielform, trotzdem, es war dort zu erkennen, dass es vielleicht ein kleiner Schritt in die richtige Richtung momentan ist. Dieses öffentliche Training gestern, was wir dann auch lange mit dir live übertragen haben, ich glaube eine gute Stunde haben wir es gemacht oder ging es ja dann auch hier, was hat es mit der Mannschaft gemacht, beziehungsweise wie sehr kann das jetzt auch ein Nutzen sein oder ist das so eine einmaliges Platzieren, Abhaken und dann ist man schön im Fein, wie analysierst du diese Geschichte? Entfremdung gibt es doch nicht, haben wir gelernt. Das ist vor allem auch durch die Trikotverkäufe nachvollziehbar, hat Oliver Bierhoff gesagt. Also muss ich auch kurz ein bisschen schmunzeln, weil genau das ist ja das Thema. Also es geht eben nicht um die Trikotverkäufe, sondern es geht um diese gelebte, gefühlte Nähe, dass irgendwie Deutschland und jeder Fußballfan sagt, das ist meine Nationalelf. Und das war gestern dann, glaube ich, schon genau der richtige Schritt. Und ich glaube auch der DFB und viele Offizielle haben gemerkt, dass das eigentlich, warum hat man das die letzten Jahre nicht gemacht? Dass das was Besonderes ist. Na klar ist die Trainingseinheit nicht ganz so wertvoll für den Bundestrainer. Es war kein Showtraining, nein, aber es war auch keine Taktikeinheit. Es war dann schon auch, gerade weil viele Spieler, Jerome Boateng beispielsweise, aber auch Timo Werner oder Nico Schulz sind früher in die Kabine gegangen, individuelle Belastungssteuerung. Also es war keine komplette Einheit, gerade auch wegen der Fans. Trotzdem hat es emotional natürlich etwas gemacht. Und wenn jede Aktion bejubelt wird von 5000 oder sagen wir mal 3000 Kids und ein paar Erwachsenen, diese Geräuschkulisse die ganze Zeit, positive Stimmung, Freude und das Glänzen in den Augen, auch gerade bei den Kindern, das macht mit jedem Fußballer und ist auch noch so sehr lange im Geschäft etwas. Und deswegen war es richtig, war gut, war toll und sollte auch bald wieder gemacht werden. So, dann bring uns das Glänzen in den Augen. Was steht denn heute noch an? Stichwort Pressekonferenz. Ja, das Glänzen muss man heute leider wieder rausnehmen, außer die Sonne, die scheint schon mal in Berlin, auch wenn wir im Schatten stehen, aber gleich das Training um 10.30 Uhr, Viertelstunde für uns Medien offen, diesmal ohne Fans, also es wird heute dann auf jeden Fall so ein bisschen taktischer. Das muss man sagen, dass Joachim Löw jetzt natürlich die Zeit auch schnell nutzen muss, die nächsten Schritte zu machen. Letzte Länderspielpause war ja so ein bisschen einfach, um sich wieder nach dem WM aus zu rehabilitieren. Jetzt geht es darum, auch zu arbeiten. Und mit Niederlande und mit Frankreich hat man natürlich zwei Knallergegner vor der Brust. Und dann die Pressekonferenz heute am Nachmittag. Markus Sorg, Leroy Sané, Julian Draxler werden dort sein und werden sprechen. Und auch das natürlich live bei Sky Sport News HD. Sehr schön. Dann sehen wir dich und hören dich gleich wieder in den nächsten Minuten. 10.30 Uhr, dann spätestens Viertelstunde live mit der Nationalmannschaft. Wenn ich reinkomme. Ja, ist es tatsächlich hinter dir. Ja, da musst du durch nachher. Ja. 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 Gut, unspektakulär, ich weiß. Ja. Sei mal nett zu dem Kollegen da. Ja, schau, er wird schon abgeholt mit großem LKW. Es fällt mir schwer, das weißt du, Noah. Ja, eben, deshalb spreche ich es ja an, Marc. Nee, wenn es einer kann, dann du. Bis gleich, danke. Willkommen zurück hier bei der deutschen Nationalmannschaft. Okay, da auch, ja. Und bei Sky Sport News HD. Jetzt haben Sie schon mitbekommen. Wir wollen natürlich auch zu unserem Reporter schalten, noch mal kurz zu mitnehmen. Also heute steht öffentliches Training an. Dann haben wir auch noch die Pressekonferenz, unter anderem mit Leroy Sané, Julian Draxler und auch Markus Sorg. Aber vorerst erstmal Marc Wehrenbeck. Genau, und alles diese Geschichten hinsichtlich des Duells am Samstag gegen die Niederlande in Amsterdam. Ne? Das ist der Rahmen. 10.30 das Training. Marc ist schon im Stadion. Sehr schön. Und 15 Minuten dürfen wir dann, lieber Marc, gleich zuschauen. Vielleicht ein kurzer Überblick von dir. Auf welche Spieler dürfen wir uns freuen? Zwei sind ja noch nachgereist. Ne?
Ganz genau, Bernd Leno als dritter Keeper für Kevin Trapp, der auch verletzt ist. Und dann können wir uns auf Serge Gnabry freuen. Also die Bayern haben mit Leon Goretzka einen zu Hause behalten wegen Oberschenkelproblemen. Dafür ein anderer Bayern-Spieler, also es bleibt bei 7 Bayern-Spielern. Und für Serge Gnabry ist es dann auch das Comeback nach seinen Verletzungen, gerade dann im letzten halben Jahr, noch als er bei Hoffenheim war, war es ja dann für ihn ein bisschen schwierig. Aber so langsam kommt er in Tritt, auch beim FC Bayern und jetzt auch das Comeback hier in der Nationalmannschaft. Aber, und darauf können wir uns gleich freuen, beim Training dann auf natürlich die Bayern-Spieler, die gestern so ein bisschen Selbstbewusstsein getankt haben, einfach als sie dann hier die Atmosphäre genossen haben. Heute, ihr merkt's, ja, ich weiß nicht, wer gestern zugeschaut hat, ganz ruhig. So ruhig war es gestern nicht. 5.000 davon, ja, was 3.000 Kiddies, die hier richtig Alarm gemacht haben und wirklich jede Ballaktion bejubelt haben. Und jetzt gerade, wir schauen mal kurz drauf. Ja, Markus Sorg, der verbliebene Co-Trainer, ist da und baut schon ein bisschen auf. Können wir kurz einfangen. Gemeinsam mit Andreas Köppe ist ja immer die Vorhut, die dann schon mal die Hütchen millimetergenau abstecken. Und heute wird es natürlich eine ganz andere Einheit. Also gestern war es zwar keine komplette Show-Einheit, wo nur geschnickt wurde und nur Spaß gehabt wurde. Nein, dafür ist die Zeit zu knapp vor dem Spiel gegen die Niederlande. Aber es wurde dann schon auch nicht taktisch trainiert und man hat gemerkt, es war auch eine Einheit, um Selbstbewusstsein zu kriegen für die Spieler, die alle gerade so ein bisschen in der Krise stecken. Und da sind ja die Bayern nicht die einzigen, sondern da gibt es ja noch andere Vereine, zum Beispiel ja auch Schalke, Bayer Leverkusen etc., die momentan nicht ganz nach Plan in der Bundesliga dabei sind. Deswegen war die Einheit gestern vor allem was für die Seele. Gut, mit Freibad-Gekreische, ne? So hörte sich das dann teilweise an. Jetzt die Ruhe, ja. Danke, Marc. Bis gleich. 10:30 geht's los. Ich muss auch sagen, wir haben gestern ja auch noch live beobachtet bei deutschen Rekordmeister beim Training dabei. Serge Gnabry da noch mit auf dem Platz. Und zerdrang, da ist er schon in Berlin. Heute dann beim Training der deutschen Nationalmannschaft. Bis gleich, Marc. Weiter in Richtung Berlin zum Kollegen Marc Bernbeck. Zeigen Ihnen aber erstmal, was noch passiert ist. Also gestern, ne, das DFB-Team hat die Fanherzen verzückt mit einer öffentlichen Einheit, mit einer Schamoffensive. 5.000 Leute waren da. Heute am Mittwoch waren die Schotten aber schon gleich wieder dicht. Der Bundestrainer Joachim Löw, der muss jetzt vor den Spielen gegen die Großkopferten, gegen die Niederlande und Frankreich ja auch auf einige Leistungsträger verzichten. So fällt ja auch Marco Reus aus. Das erhöht vielleicht die Chancen für den Schalker Marc Uth, zu seinem ersten Länderspiel zu kommen. Der ist ja mit der Empfehlung von 0 Toren angereist. Serge Gnabry hat auch seine erste Einheit gemacht. Er wurde für den verletzten Leon Goretzka nachnominiert. Bernd Leno für Kevin Trapp im Kader. Der ist dagegen noch nicht dabei gewesen. Und am Samstagabend geht es dann, wie angesprochen, in Amsterdam. Zunächst gegen die Niederlande, Dienstag dann in Paris gegen den Weltmeister. Dann wollen wir gerne über die Geschichte sprechen. Gerade noch der Hinweis, 13:45 gibt es die PK mit Markus Sorg, Leroy Sané und Julian Draxler. Und jetzt rüber zum Kollegen Marc Bernbeck. Wir haben das Training verfolgt. Marc, welchen Eindruck hast du bislang vom Team von Joachim Löw? Ja, vor allem, man muss, glaube ich, differenzieren zwischen der Einheit gestern. Das war ja dann zwar kein offizielles Showtraining, aber hatte dann schon etwas davon. Denn man hat gemerkt, dass natürlich die Übungen, die Konzentration ein bisschen anders waren als zum Beispiel heute Vormittag. Da durften wir ja nicht nur die offizielle Viertelstunde zuschauen, sondern dann fast über eine halbe Stunde. Und da ging es dann schon auch taktischer zu. Vor allem, als wir dann erstmal rausgebeten wurden, da hat man gemerkt, dass dann die Übungen mehr reingingen in das, was Joachim Löw sehen möchte. Nämlich das Spiel machen, nicht nur Ballbesitz, aber auch mal hochstehen, dann aber auch natürlich die Außen bespielen, die Viererkette hinten dann doch ein bisschen kompakter zusammenhalten, die Außenverteidiger nicht so hoch stehen haben und dann mit Speed über die Außen nach vorne in die Box rein. Also diesen Spielstil, den ja Joachim Löw ein bisschen adaptieren will, nicht mehr nur knallhart diesen Ballbesitzfußball, der wird heute auf jeden Fall auch nochmal trainiert, denn man hat ihn in den letzten Spielen gegen Frankreich und Peru ja noch nicht unbedingt gesehen in Ansätzen, aber auf jeden Fall noch nicht da, wo man hin möchte. Gestern, das war etwas für die Seele, für die Fußballerseele, gerade die, die in der Krise stecken, für die Bayern-Jungs zum Beispiel. Da hat man schon gemerkt, dass das ein bisschen Leichtigkeit gebracht hat. Aber man kann natürlich auch sagen, aus Sicht des DFB oder Joachim Löw, eine halb verschenkte Einheit, weil man nicht so viel arbeiten kann. Aber auch eine halb gewonnene, denn man hat doch schon ein bisschen den Schritt in die richtige Richtung eingeleitet, nämlich wieder mehr Fannähe gezeigt. Auch wenn Kritiker natürlich sagen, ja, das war ja auch nur eine PR-Nummer. Ja, irgendwo schon auch, aber trotzdem muss man auch zugutehalten, dass der
der DFB endlich wieder in die richtige Richtung marschiert und Arroganz und vielleicht ein bisschen Selbstherrlichkeit und Entfremdung der Vergangenheit angehören sollen. Das war schon mal ganz gut. Ja, irgendwie und irgendwann muss man ja auch anfangen. Das ist doch dann gut so, wie du sagst. Jetzt hat sich die Mannschaft oder der DFB gerade, wenn wir so wollen, das letzte Pflaster auch abgenommen nach der verkorksten Weltmeisterschaft. Jetzt kommt aber so ein Rudel angenockter Bayern-Spieler. Wie verträgt sich das aktuell? Brandgefährlich, richtig gefährlich für Joachim Löw und die ganze Mannschaft, denn das ist die Achse, auf die es ankommt. Das sind nicht nur wichtige Spieler, sondern es sind die Führungsspieler. Und wenn die alle nicht funktionieren, wenn die alle ausfallen, also von der Leistung her, so wie in den letzten Spielen bei Bayern gegen Gladbach oder auch gegen Ajax, dann wird es schon sehr, sehr schwer. Und da merkt man auch, dass Joachim Löw von dieser Bayern-Achse abhängig ist. Aber, und das ist auch das Schöne, also Joachim Löw und Niko Kovac, die könnten jeden Tag essen gehen und über die Probleme sprechen, denn die haben die eigenen oder dieselben Interessen. Die wollen unbedingt, dass diese Bayern-Jungs wieder in die Spur kommen. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche. Thomas Müller, da mache ich mir keine Sorgen, bei dem kann der Schalter umgelegt werden. Am nächsten Tag kann er eine ganz andere Leistung abrufen als vorher. Also das ist immer so ein bisschen einer, der immer hin und her wippt bei seinen Leistungen. Aber Jerome Boateng beispielsweise, Mats Hummels, die waren schon außergewöhnlich verunsichert in den letzten Spielen bei den Bayern. Und da ist die Frage, kriegt man das wirklich hin? Der Fehler von Niklas Süle im letzten Spiel gegen Gladbach, was hat er mit ihm gemacht? Gerade bei so einem jungen Spieler, bei dem es eigentlich immer durch diese Leichtigkeit so eine besondere Art und besondere Note im Spiel war, hat er die jetzt verloren, kann er sie wieder auf Punkt bringen. Das Gute war, es ist eben dieser Tapetenwechsel. Ich glaube, das ist schon für die Bayern-Spieler erstmal ein positiver Nebeneffekt. Trotzdem, ich glaube, erst am Samstag bekommen wir Antworten, ob da jetzt ein bisschen wieder leistungstechnisch, aber auch von der Mentalität andere Spieler auf dem Platz stehen. Und sehr spannend in diesem Kontext sicherlich auch Leroy Sané, dass er ein toller Fußballer ist, ist ja keine Frage. Jetzt wird er gleich auch ab 13:45 auf der Pressekonferenz sein, ne, die wir live übertragen. Kann dann so eine verkorkste WM auch ein Vorteil sein für so einen Spieler? A, dass er nicht dabei war, nicht belastet ist und dass irgendwie die Hierarchie dann etwas durchmischt ist und dass er besonders gepusht dann, auch wenn es so ein Negativergebnis für die anderen gab, jetzt wieder zur Mannschaft stößt? Ja, also so blöd das klingt, ich glaube, dass die letzten Wochen und Monate für Leroy Sané eigentlich ganz gut waren. Erstens, weil natürlich die Mannschaft komplett aus den Fugen geraten ist. Es muss neu sortiert werden, man braucht neue Impulse. Und Sané muss einer dieser Impulse sein, einfach weil er überragende Fähigkeiten hat. Und das Zweite, er hat jetzt mal einen ordentlichen Dämpfer bekommen, einen ordentlichen Schlag ins Gesicht, kann man ja fast schon sagen, von Joachim Löw, auch von Pep Guardiola. Und ich glaube schon, dass das ihn ein bisschen wachgerüttelt hat. Jetzt ist er Familienpapa, deswegen hat er ja noch die letzte Länderspielpause auch verpasst. Also ich glaube schon, dass da ein Reifeprozess in ihm gerade stattfindet. Und jetzt ist an der Zeit, das aber auch zu zeigen, dass er weiß, die Stunde hat geschlagen. Verschleudere dein Talent nicht. Das werden zwar alle, die die Premier League verfolgen, sagen, macht er doch gar nicht. Ja, da spielt er gut, richtig und teilweise sogar überragend, aber eben in der Nationalmannschaft noch nicht. Jetzt wird auch das System angepasst. Das heißt, Leroy Sané hat auf dem Feld viel mehr Platz, auch sein Speed auszuspielen. Das war vorher im alten Löw'schen System nicht so einfach möglich. Also irgendwie spricht alles dafür, dass Leroy Sané jetzt durchstartet. Wir hoffen, dass es so ist. Auch im Training, zum Beispiel gestern, aber auch heute Morgen, der hat schon besondere Fähigkeiten mit seinem Speed, wie er dann im 1:1 agiert, diese individuellen Fähigkeiten, den Ball abtropfen lassen. Gestern hat er alleine, glaube ich, 3 Tore vorbereitet beim 5-5 und eins selber gemacht. Also man merkt schon, dass er auch gut drauf ist, aber es zählt eben alles nur am Samstag dann im Spiel, wenn er die Chance bekommt. Aber davon gehe ich fast aus. Dann freuen wir uns. Aber erstmal auf die Pressekonferenz. Marc, danke für den Moment. 13:45 mit Marco Sorg, mit Julian Draxler und Leroy Sané. Das DFB-Team hat zum Auftakt in Berlin viele Fans mit einer öffentlichen Einheit beschenkt. Heute aber wurde wieder dicht gemacht. Es gibt ja auch viel zu tun. Der Bundestrainer Joachim Löw muss vor den Spielen gegen die Niederlande und Frankreich auf einen Leistungsträger verzichten. So fällt ja auch Marco Reus aus. Das erhöht dann die Chance, für den Schalker Marc Uth vielleicht zu seinem ersten Länderspiel zu kommen. Serge Gnabry machte seine erste Einheit mit. Er wurde ja für den verletzten Leon Goretzka nachnominiert. Bernd Leno für Kevin Trapp im Kader ist dagegen noch nicht dabei gewesen. Samstagabend geht's in Amsterdam zunächst gegen die Niederlande. Als bester junger Spieler der Premier League wurde Leroy Sané nicht für die Weltmeisterschaft nominiert. Das hat viel Kritik gegeben für den Bundestrainer. Jetzt ist Sané zum zweiten Mal nach dem Turnier wieder im Kader. Klar war ich enttäuscht, wo ich nicht bei der WM dabei war. Da bin ich natürlich
noch motivierter. Wie ich schon vorher gesagt habe, ich will mich überall zeigen, wo ich kann. Ich versuche jedes Mal, wenn ich spiele, die Zeit zu genießen, zu lernen. Na klar, in den letzten Monaten habe ich natürlich auch wieder viel dazu gelernt. Und ja, ich will natürlich halt jeden Tag, jedes Mal, wenn ich spiele, mich verbessern, was Neues dazulernen. Und ja, ich denke, das habe ich jetzt auch in den letzten Monaten gemacht. Und mit dabei auf der Pressekonferenz war auch unser Reporter Marc Bärenbeck. Zu dem schalten wir jetzt mal. Marc, wir haben jetzt gerade schon Leroy Sané gehört. Welchen Eindruck hat er denn auf dich gemacht? Hat er tatsächlich aus diesem WM aus gelernt? Ich glaube schon. Also man kann natürlich in seinen Aussagen nicht immer ganz durchblicken. Das ist ja so eine Mischung aus Gleichgültigkeit und Coolness. Aber so ist er eben, Leroy Sané. Das ist zumindest authentisch. Und ich finde es auch immer schwer, ihn deswegen so in diese Richtung zu rücken, dass er keine Einstellung hat, dass er nicht will, dass ihm alles egal ist. Wird ja oft gesagt, ja, kann ich verstehen. Aber für ihn ist es gefühlt auch so ein bisschen ein Schutzschild. Denn gerade diese Auftritte in der Öffentlichkeit bei Pressekonferenzen, das mag er nicht so. Das ist nicht sein Ding. Und da ist er deswegen immer so ein bisschen zurückhaltend. Viele Phrasen dann auch, aber Leroy Sané fühlt sich eigentlich eher in der Kabine, auf dem Platz, unter seinen Kumpels oder eben zu Hause, haben wir gelernt, mit Rio Stella, seinem Töchterchen, als Papa wohl. Und das alles drumherum, das ist nicht so sein Ding. Und deswegen muss man sagen, ich glaube schon, dass er gelernt hat. Das war so ein richtiger Wink mit dem Zaunpfahl, sowohl von Pep Guardiola als auch Joachim Löw. Denn bei beiden seiner Trainer hat er ja eben dann bei der WM oder eben dann auch am Anfang der Saison nicht die Spielzeit bekommen. Und da muss er natürlich schon ein bisschen drüber nachdenken. Und er hat auch gesagt, er hat im Sommer drüber gegrübelt, woran hat es gelegen. Er sagt dann sowas wie, ja, es ist für mich noch mehr Motivation, noch mehr Gas zu geben und jede Kritik nimmt er gerne auf. Und das ist etwas, was wirklich alle seine, ja, sagen wir mal, Trainer oder auch Weggefährten sagen. Er ist jetzt keiner, der eingeschnappt ist oder der sagt, oh, ja, der Trainer mag mich nicht, sondern der krempelt dann schon die Arme hoch und will besser werden und will in die Mannschaft rein. Also deswegen, es war ein typischer Leroy Sané-Auftritt, aber man hat ihn zumindest dann auch mal ein bisschen locker erlebt, weil er neben seinem Kumpel Jürgen Draxler saß und als es um seine Tochter ging. Also wir sind gespannt, ob er jetzt endlich diese Leistung dann auch in der Nationalmannschaft abrufen kann. Denn da differiert ja immer noch das Leistungspotenzial zwischen Man City und der Nationalmannschaft gewaltig. Einige können ihre Leistung überhaupt nicht abrufen. Aktuell bei der Nationalmannschaft gab ja sehr, sehr viele Absagen für Joachim Löw und sein Trainerteam. Wie wurde das insgesamt jetzt aufgefasst, sowohl bei den Spielern als auch beim Trainer Markus Sorg zum Beispiel? Ja, Markus Sorg hat natürlich das Ganze so ein bisschen weggeredet und hat gesagt, er ist hundertprozentig davon überzeugt, dass das sehr ja, sorgfältig betrachtet wurde und Spieler wirklich nur absagen, wenn es gar nicht geht. Ja, schon, aber die Frage ist, wo genau ist diese Hemmschwelle? Also sage ich dann eben ab, aus Vorsicht auch, mich mehr zu verletzen oder weil es gar nicht geht? Und ich glaube, diesmal waren sehr viele Verletzungen dabei, Wehwehchen, einfach aus Vorsicht, um dann nicht mit einer noch größeren Verletzung zurückzukehren zum Verein. Versteht man natürlich, hat Julian Draxler gerade auf der Pressekonferenz auch noch mal gesagt, natürlich sowohl den Spieler als auch den Verein, denn natürlich ist das derjenige, der das Geld bezahlt, derjenige, der den Spieler jeden Tag braucht, jede Woche im Spiel und deswegen ist das nachzuvollziehen. Aber diesmal ist diese Absageflut dann schon sehr groß und ich bin mir sicher, es wird ein Thema, wenn die Leistung nicht stimmt, weil der Kader, klar, ist gut, trotzdem, es fehlen jetzt schon einige Spieler, auch Schlüsselspieler, Marco Reus, der größte Verlust, aber auch Leon Goretzka, der sich ja nach wie vor besser eingegroovt hat bei der Nationalmannschaft. Also deswegen ist es nicht ganz so einfach, das wegzumoderieren. Aber nichtsdestotrotz versucht man beim DFB das Ganze natürlich jetzt nicht zum Thema zu machen. Viele Spieler sind ja auch dabei, die aktuell wahrscheinlich nicht so gute Laune haben. Zum Beispiel die Bayern-Spieler stecken ja in so einer Art Krise. Wie werden die denn insgesamt so aufgenommen? Und wird denen ein besonders weiches Bett gegeben oder wie macht man das? Ich bin mir sicher, in dem wunderschönen 5-Sterne-Luxushotel sind alle Betten sowas von weich oder hart, wenn man es will. Gibt es ja auch. Ja? Also perfekte Matratzen für das Spielerglück. Deswegen, daran wird es nicht scheitern. Aber ja, es ist schon richtig, die Bayern-Profis müssen ein bisschen getätschelt werden, ein bisschen Balsam. Ich glaube, das größte Balsam, den gab es gestern mit Gesprächen mit Joachim Löw. Markus Sorg hat gesagt, dass der Bundestrainer das gemacht hat gestern und aber auch vor allem das Training dann mit den 5.000 Zuschauern, mit 3.000, 4.000 Kiddies, die natürlich zugejubelt
gejubelt haben. Da war schon eine andere Leichtigkeit zu spüren, als ich war ja auch zum Beispiel am Sonntag auf der Wiesn, wo ich die Bayern-Spieler gesehen habe beim Spiel gegen Gladbach und auch in der Woche davor. Also da hat man schon gemerkt, dass ja, da der Frust tief sitzt, dass die Leichtigkeit weg ist, das Selbstverständnis weg ist und man merkt, dass es jetzt sukzessive, zumindest im Training, besser wird. Das hat auch Markus Sorg gesagt und das muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch unterstreichen. Also sowohl gestern als auch heute in diesem kurzen Einblick, den wir Journalisten hatten beim Training, waren die Bayern-Spieler zumindest ein bisschen positiver wieder als noch vor ein paar Tagen. Also es hört sich ja eigentlich alles ganz gut an bei der deutschen Nationalmannschaft. Wir sind natürlich gespannt, wie es dann auf dem Platz auch zur Sache geht am Samstag gegen die Niederlande. Danke dir erstmal, Marc.